Ihr hört Ausschlaggebend, der Podcast. Alles, was ausschlaggebend ist, aus den Bereichen Ernährung, Umwelt und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausschlaggebend, der Podcast. Alles, was ausschlaggebend ist, aus den Bereichen Ernährung, Umwelt und Sport. Mein heutiges Thema lautet Trendfood Eiweiß. Wer sich im Drogeriemarkt oder Discounter in den Lebensmittelregalen umschaut, stößt immer häufiger auf sogenanntes Functional Food. Also Lebensmittel, die durch spezielle Zusätze oder Rezepturen einen besonderen gesundheitlichen Mehrwert versprechen. Aktuell trenden in diesem Bereich besonders die High-Protein-Produkte. Dazu zählen spezielle Puddings, Müslis, Shakes, Riegel, Brote und andere vermeintliche Fitnessprodukte. Der Trend zum höheren Eiweißgehalt ist der bereits vorangegangenen Low-Carb-Welle geschuldet, bei der der Anteil der ach so bösen Kohlenhydrate deutlich reduziert wird. Um zu verstehen, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt und warum das angeblich gesund ist, musst du ein paar Basics zum Thema Ernährung wissen. Dein Körper benötigt für sämtliche Funktionen Nährstoffe. Besonders wichtig für die Versorgung deines Körpers sind die drei sogenannten Makronährstoffe Fette, Proteine und Kohlenhydrate. Als Baustoffe und Energielieferanten sind die Makronährstoffe unerlässlich. Protein oder auch Eiweiß funktioniert dabei besonders als Baustoff für deine Organe und Muskulatur, Bote für Hormone und Puffer im Säuren-Basen-Haushalt. Protein ist die einzige vom Mensch verwertbare Stickstoffquelle und ein Erwachsener verfügt über rund 10 Kilogramm Protein im Körper. Besonders für Sportler ist in diesem Zusammenhang das sogenannte anabole Zeitfenster nach beispielsweise einem Krafttraining interessant. In den ersten 2 bis 3 Stunden nach dem Training ist der Körper in einer für die Muskulatur besonders wertvollen Regenerationsphase. Nimmst du in dieser Zeit ausreichend Protein zu dir bei zeitgleicher stimulierter Insulinausschüttung durch Kohlenhydrate, wird die sogenannte Muskelproteinsynthese maximal angeregt. Das bedeutet, die beanspruchte Muskulatur kann sich schneller reparieren und zusätzlich aufgebaut werden. Sportmediziner empfehlen für diesen Effekt zwischen 45 und 75 Gramm Kohlenhydrate und 15 bis 25 Gramm Proteine. Für den Otto-Normalverbraucher empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung DGE eine tägliche Eiweißzufuhr von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Für Sportler ist es natürlich mehr. Hier empfiehlt die International Society of Sports Nutrition ISSN zwischen 1,2 und 1,7 Gramm. Aber sind solche Spezialprodukte eigentlich überhaupt nötig? Braucht dein Körper solche Unterstützung und warum finden sich diese Produkte neuerdings auch verstärkt in Drogeriemärkten und Discountern? Die Erklärung ist ganz einfach. Geld. Mit den vermeintlichen Fitnessfoods lässt sich enorm Kasse machen und das hat die Industrie natürlich schnell erkannt. Die Produkte kommen überwiegend in edlem Schwarz oder Silber daher, als Abnehmprodukte besonders für Frauen in Weiß und Rosa, denn mit Eiweiß lässt sich laut Werbung auch sehr gut abnehmen. Richtig ist, Eiweiß sättigt. Daher unterscheiden sich die im Markt erhältlichen Abnehmshakes auch nahezu nicht von den Eiweißshakes für Sportler. Außerdem kommen diese Produkte der Bequemlichkeit der Konsumenten entgegen. Deckel auf, Shake getrunken oder Pudding gegessen, ohne schlechtes Gewissen, denn der Hersteller verspricht ja, dass alles sehr gesund sei. Und in den zugehörigen Werbespots sieht man doch schließlich gestählte Athleten und Sixpack-optimierte Models. Schauen wir doch mal etwas genauer hin. Was steckt denn in diesen Produkten wirklich? Zuerst einmal, ab wann dürfen Produkte als Eiweißquelle oder mit einem hohen Proteingehalt werben? Das EU-Lebensmittelrecht legt fest, dass Produkte mit einem Mindestgehalt von 12% Eiweiß am Gesamtenergiegehalt sich als Proteinquelle bezeichnen dürfen. Erreicht ein Produkt sogar 20%, ist es ein High-Protein-Lebensmittel. Die im Handel verfügbaren Produkte erfüllen diese Maßgabe. Für Ernährungsoptimierer spielt auch die Art der Proteine eine wichtige Rolle, also welche Aminosäuren enthalten sind. Es gibt 3 Arten von Aminosäuren, die essentiellen, die semi-essentiellen und die nicht essentiellen. Wichtig sind sie alle, nur die essentiellen kannst du in deinem Körper nicht selber bilden. Diese musst du zwingend über die Nahrung aufnehmen, um deinen Bedarf zu decken. Je ausgewogener diese Aminosäurenmischung vorliegt, desto hochwertiger wird das Eiweiß eingestuft. Da sind besonders die speziellen Sportlerprodukte tatsächlich gut zusammengesetzt. Nachteil nur, diese Aminosäuren kommen aus hochverarbeiteten Lebensmitteln oder werden sogar komplett künstlich zugesetzt. Dadurch kann sich dein körpereigenes Aminosäurengleichgewicht massiv stören lassen. Ein Effekt, der schlimme gesundheitliche Probleme hervorrufen kann, wie Studien belegen. 2 Produkte aus dem Supermarkt, die gerade sehr beliebt sind, habe ich mir mal herausgepickt und auf die Zutatenliste geschaut. Nehmen wir mal den High-Protein-Pudding mit Grieß von Dr. Oetker. Wenn du jetzt an Omas selbstgemachten Grießpudding denkst, dann muss ich dich leider enttäuschen. Das hier vorliegende Produkt
setzt sich zusammen aus Magermilch, Hartweizengrieß, Milcheiweiß und Sahne. Ist hierhin eigentlich nicht viel anders als Omas Rezept. Nun kommen aber noch ein paar Zutaten aus dem Chemiebaukasten dazu. Modifizierte Stärke aus Mais, Verdickungsmittel Xanthan, nochmals Maisstärke, die künstlichen Süßstoffe Zyklamat, Acesulfam K und Saccharin, ein nicht näher definiertes milchenthaltendes Aroma, der Farbstoff Carotin und Stabilisatoren aus Natriumphosphaten. Lebensmittelfarbstoffe wie Carotin stehen seit Jahren in der Kritik und werden in regelmäßigen Abständen in ihrer Verwendung weiter beschränkt oder gänzlich verboten. Es besteht erhöhtes Krebsrisiko, weil die Stoffe in Darm und Leber in ihre ursprünglichen Bestandteile aufgespaltet werden können. Das Deutsche Bundesamt für Risikobewertung fordert angesichts der bestehenden Unsicherheiten die Neufestlegung von Höchstmengen für den Einsatz von beispielsweise solchen Carotinen. Bei den enthaltenen Süßstoffen sieht es auch nicht besser aus. In den USA ist Zyklamat oder auch E-952 seit 1969 verboten, nachdem Tierversuche nahelegten, der Süßstoff sei krebserregend. Außerdem besteht der Verdacht, dass Zyklamat Schäden an Hoden und Spermien auslösen kann. Acesulfam K als Kunstsüße ist da kein Deut besser. Der Süßstoff wird vom Körper größtenteils unverändert wieder ausgeschieden und auch in Kläranlagen nur zum Teil abgebaut. Dadurch gelangt die Substanz in großen Mengen in Flüsse und Seen. Sogar im Trinkwasser wurde Acesulfam in Deutschland und in einigen anderen Ländern bereits nachgewiesen. Der Rhein bei Basel trägt über ein ganzes Jahr betrachtet mehr als 42 Tonnen dieses Stoffes in Richtung Nordsee. Die letzte Zutat im süßen Trio ist E954, das Saccharin. Ebenfalls hochproblematisch, weil Untersuchungen darauf hinweisen, dass der Stoff Blasenkrebs provoziert. Eine Erkenntnis, die bereits seit den 1970er Jahren besteht. Was genau noch an Aromen im High-Protein-Grieß enthalten ist, wird vom Hersteller nicht näher definiert. Egal ob natürlich oder künstlich, Aromen gelten als Hauptmitverursacher vieler Allergieprobleme unserer Generation. Okay. Nun habe ich natürlich ein Produkt rausgefischt, das besonders kritisch zu sehen ist, sagst du dir vielleicht. Deshalb nehmen wir noch den High-Protein Colombian Coffee Pudding von Ehrmann. Fettarm und laktosefrei. Moment, laktosefrei? Macht man Pudding nicht mit Milch? Klar, und vor allem, wenn das Kerngeschäft wie bei Ehrmann ja Molkereiprodukte sind. Keine Sorge, hier ist auch Milch enthalten, aber die Laktose wurde bereits durch die Zugabe des Enzyms Laktase neutralisiert. Damit der Eiweißgehalt aber auch hoch ist, kommt noch Milcheiweiß und Sahne extra dazu. Genau wie bei dem Grießpudding der Konkurrenz. Um mit dem kolumbianischen Kaffee werben zu können, sind 1% Alibi-Kaffee zugesetzt und natürlich wieder Aroma. Außerdem auch hier modifizierte Stärke und als Verdickungsmittel diesmal Carrageen. Auch Carrageen als Polysaccharid steht im Verdacht, Allergien auszulösen und die Aufnahme anderer Nährstoffe zu blockieren. Acesulfam K findet sich auch hier wieder als Kunstsüße. Die Wirkung habe ich ja bereits erklärt. Und da ein synthetischer Süßstoff alleine im Normalfall nicht funktioniert, wird er hier mit Sucralose kombiniert. Ganz aktuelle Untersuchungen legen die Vermutung nahe, dass Sucralose nachhaltig die Darmflora schädigt. Das beliebte Carotin mit seinen Nebenwirkungen kommt auch bei Ehrmann zum Einsatz. Und on top noch Ammoniumsulfid-Zuckerkouleur. Also einfach gesagt, verbrannter Zucker. Diese beiden High-Protein-Produkte aus dem Chemielabor sind typisch für diese Art von Lebensmitteln. Auch die so beliebten fertigen Eiweiß-Trinkshakes sehen da ähnlich aus. Aromen, Verdickungsmittel, Farbstoffe. Egal ob als Sportlerdrink oder Abnehmshake vermarktet. Jetzt hast du gesehen, was alles an nicht so guten Inhaltsstoffen in diesen High-Protein-Lifestyle-Artikeln steckt. Nun kommen wir mal zu den deutlich gesünderen Alternativen, die unsere Supermarktregale hergeben und die ohne diese ganzen Krankmacher auskommen. Gibt es überhaupt natürliche Lebensmittel, die 20% oder mehr Eiweiß enthalten? Ja, die gibt es. Und das auch noch zu einem Bruchteil der Kosten dieser hochpreisigen Trendprodukte. Mit durchschnittlich 11% Eiweißanteil kommt beispielsweise schon der quarkähnliche Skyr aus Island daher. Die auch in Deutschland vertretene Molkereifirma Arla gibt mit ihren breit angelegten Werbekampagnen zur Einführung von Skyr in den deutschen Markt mit als Auslöser des ganzen Hypes rund um Proteinprodukte für jedermann. Besonders reich an Eiweiß mit rund 52% sind Trockenfleischprodukte, wie zum Beispiel das aus Amerika bekannte Beef Jerky. Auch Parmesan und Bergkäse liegen im hochprozentigen Bereich mit rund 35%. Selbst der geliebte Gouda liefert rund 25% Proteinanteil. Wer auf tierische Produkte verzichten möchte, muss aber nicht leer ausgehen bei der Proteinaufnahme. Getrocknete Weizenkeime eignen sich prima fürs Müsli und liefern nebenbei noch rund 27% Eiweißanteil. Hülsenfrüchte eignen sich auch sehr gut zur Versorgung mit den wichtigen Aminosäuren. Sojabohnen, Linsen und Erbsen liegen so zwischen 21 und 24% Eiweißanteil.
Großer Vorteil des pflanzlichen Eiweiß ist die entzündungshemmende Wirkung, wogegen tierisches Eiweiß als Entzündungstreiber im Körper fungiert. Nun könntest du aus all diesen Informationen ableiten, wenn Eiweiß so gut sättigt und du dich aus pflanzlichen Quellen versorgen willst, dann sind beispielsweise Eiweißbrote ja prima zum Abnehmen, oder? Aber hier musst du jetzt ganz genau hinschauen. Gerade bei speziellen Eiweißbroten werden zwar die Kohlenhydrate reduziert, stattdessen muss aber ja etwas anderes ins Brot gemischt werden, damit wir auf ein entsprechendes Brotvolumen kommen. In diesem speziellen Fall wird konventionelles Weißmehl normalerweise durch Ölsaaten ersetzt. Dass der hohe Fettanteil aber noch mehr Kalorien mitbringt als die Kohlenhydrate im normalen Brot, ist vielen Konsumenten gar nicht bewusst. Im Glauben, durch das Eiweißbrot abzunehmen, werden mehr Kalorien als zuvor aufgenommen und die Waage verändert sich natürlich in die falsche Richtung. Du merkst schon, das Thema Eiweiß bzw. Protein und die Flut an speziellen Produkten ist fast unüberschaubar. Es gäbe noch viele weitere Produkte und Aspekte zu erwähnen, aber die Grundlagen kennst du jetzt. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass du deinen persönlichen Proteinbedarf auch problemlos über natürliche Lebensmittel decken kannst. Die wichtigsten Informationen der heutigen Folge fasse ich dir natürlich nochmal hier kurz zusammen. Erstens, Fitnessnahrung mit hohem Eiweißanteil boomt weltweit. Zweitens, die Produkte sind um ein Vielfaches teurer als natürliche Eiweißlieferanten. Drittens, die Spezialprodukte sollen beim Abnehmen und Muskelaufbau helfen. Viertens, in den Spezialprodukten finden sich viele, teils höchst fragwürdige Zusatzstoffe. Und fünftens, natürliche Lebensmittel decken deinen täglichen Proteinbedarf genauso gut wie die Lifestyle-Produkte. Zusätzliche Infos, Tipps und Links findest du wie immer beim Podcast auf meiner Website www.ausschlaggebend.com. Das war's auch für diese Folge schon wieder. Ich hoffe, du konntest für dich ein paar hilfreiche Informationen rausholen. Die nächste Folge trägt den Titel »Ist das überhaupt vegan?« Darin schauen wir uns gemeinsam einmal an, in welchen Produkten du niemals tierische Bestandteile vermuten würdest. Ich würde mich freuen, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin, bleib gesund, dein Ausschlaggebend.